Hallo alle zusammen. Sehen Sie sich ein Video an, wie man Daten von einem RAID-Array mit einem nicht funktionierenden Controller wiederherstellen kann. Sie werden sehen, wie RAID 5A mit Hilfe von Adapter SR6805D Controller erstellt wird, was zu tun ist, wenn eine oder mehrere Festplatten im Array ausfallen und wie die verlorenen Informationen wiederherstellt werden können, wenn der Controller ausfällt oder gar nicht funktioniert. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Eine Situation, in der wichtige Informationen verloren gehen, ist immer spontan. Obwohl RAID 5 eine der zuverlässigsten Speicherlösungen auf allen Ebenen ist, kann es keinen hundertprozentigen Schutz vor Datenverlust garantieren. Im unvorhersehbarsten Moment können Sie ein oder mehrere Laufwerke ausfallen, ein Controllerfehler kann austreten oder eine Hardwarekomponente ausfallen. Lassen Sie uns zunächst den Prozess der Erstellung eines RAID-Arrays analysieren, worauf Sie bei der Zusammenstellung des Arrays achten sollten und welche Parameter Sie in Zukunft benötigen, um verlorene Daten wiederherzustellen. Das RAID-Array wird aus 6 Platten bestehen, die aus der Basis der Adapter SR6805D Controllern zusammengestellt werden. Nach der Initialisierung des Geräts während des PK-Starts in das BIOS der Controller zu gelangen, drücken Sie die Tastenkombination STRG plus R. Wählen Sie im Menü Array Konfiguration Utility. Als nächstes müssen Sie die Datenträger initialisieren, um dem Controller mitzuteilen, welche verwendet werden. Öffnen Sie den Punkt Initialize Drivers. Mit einem Leerzeichen oder der Taste Insert müssen Sie jedes Laufwerk markieren und dann Enter drücken. Infolgedessen erhalten Sie den folgenden Hinweis, dass die Informationen auf dem Laufwerk während der Initialisierung gelöscht werden. Gehen Sie zur Bestätigung Yes ein. Nach der Initialisierung können Sie mit der Erstellung eines Arrays beginnen. Öffnen Sie dazu das Element Create Array. Hier markieren wir die Laufwerke, aus denen unser RAID bestehen wird, und klicken auf Eingabetaste. Als nächstes müssen Sie die RAID-Einstellungen für das Array auswählen. Es wird wichtige Einstellungen geben, die Sie sich merken müssen und die später benötigen, um Informationen von den Laufwerken wiederherzustellen. Geben Sie den Array-Typ, den Namen, die Array-Größe und Blockgröße, Cache-Einstellungen und so weiter an. Damit ist die Erstellung des Arrays abgeschlossen. Dann lassen Sie uns sehen, wie man die ausgefallenes Laufwerk ersetzt. In diesem Stadium simulieren wir die Ausfallsituation eines Laufwerks. RAID 5 ist so kompliziert, dass es bei Ausfall eines Laufwerks funktionsfähig bleibt. Nach einem Ausfall eines einzelnen Laufwerks befindet sich das Array in einem verschlechterten Zustand und Sie erhalten beim Booten die folgende Benachrichtigung. Bevor Sie irgendwelche Aktionen durchführen, sollten Sie alle relevanten Informationen sichern, da während des Wiederherstellens des Arrays alles passieren kann. Ein anderes Laufwerk fällt aus, der Prozess hängt sich auf oder das Gerät stürzt ab und alle Daten verloren gehen. Ich zeige Ihnen, was dann zu tun ist, und jetzt lassen Sie uns ein Reboot-Array erstellen. Schließen Sie das neue Laufwerk an den Controller an und schalten Sie den PK ein. Öffnen Sie die Controller-Einstellungen. Zuerst müssen wir das neue Laufwerk initialisieren. Dann sollte es in unser Array aufgenommen werden. Öffnen Sie den Menüpunkt Manage Arrays, drücken Sie STRG plus S und gelangen Sie zur Verwaltungsseite.
Wählen Sie mit einem Leerzeichen ein neues Laufwerk und drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste. Danach sollte der Reboot-Prozess beginnen. Ab diesem Moment können Sie den Server normal laden und weiter bearbeiten. Der vollständige Rebuild ist ein ziemlich langer Prozess und hängt von vielen Parametern ab. Der Leistung des Controllers, der Festplatte, der aktuellen Belastung des Controllers, der Festplatte und so weiter. Sie können daraus schließen, dass sich die Geschwindigkeit des Reboots deutlich erhöht, wenn Sie das Array nicht sofort nach dem Hinzufügen einer Festplatte verwenden. Wenn es möglich ist, ist es besser, dem Controller Zeit zu geben, den Wiederaufbau des Arrays in Ruhe abzuschließen und das Array mit der tatsächlichen Last zu laden. Aber was tun, wenn mehrere Laufwerke ausfallen, das System nicht geladen wird oder der Controller nach dem Hinzufügen einer neuen Festplatte ausfällt? In diesem Fall hilft Ihnen das Hetman RAID Recovery Programm. Das Dienstprogramm ermöglicht es Ihnen, Daten von nicht funktionierenden RAID-Arrays oder Laufwerken, die Teil davon waren, wiederherzustellen. Es liest aus dem System alle Informationen über den Controller, die Hauptplatine oder die Software, auf der das Array von Laufwerken erstellt wurde. Das Dienstprogramm ist in der Lage, ein zerstörtes RAID wiederherzustellen und ermöglicht das Kopieren wichtiger Informationen von diesem RAID. Wenn der Controller ausfällt, können Sie keine Informationen von den Laufwerken abrufen. Wenn Sie eine direkte Verbindung zu einem PC herstellen, werden Sie vom System ausgefordert, das Laufwerk für die weitere Verwendung zu formatieren. In diesem Fall benötigen Sie entweder genau den gleichen Controller, der keinen hundertprozentigen Erfolg garantiert, oder ein Programm, das RAID von diesem Laufwerk sammeln und Daten anzeigen und zurückgeben kann. Verbinden Sie die Laufwerke mit einem funktionierenden Computer mit einem Windows-Betriebssystem. Das System zeigt die Laufwerke als RAIDs an, bietet an, sie zu initialisieren oder zu formatieren. In keinem Fall sollten Sie den vorgeschlagenen Systemvarianten zustimmen, da dies zu Informationsverlusten führen kann. Laden Sie Hetman RAID Recovery herunter, installieren Sie es und führen Sie es aus. Eine große Menge an Serviceinformationen wird auf die im RAID enthaltenen Laufwerke geschrieben, aus welchen Laufwerken das Array besteht, in welcher Reifenfolge ist an den Controller angeschlossen sind, RAID-Typ, Blockgröße und Reifenfolge der Aufzeichnung, Abzahl der Plattengruppen sowie Daten zu ihrer Größe. Das Dienstprogramm sammelt alle möglichen Informationen aus dem System und den angeschlossenen Datenträger und zeigt dem Benutzer die automatisch gesammelten Arrays sofort beim Start des Programms an. In den meisten Fällen erstellt das Programm das RAID sofort neu und bietet an, die darauf gefundenen Partitionen zu Datenspeicherung zu analysieren. Öffnen Sie den Laufwerkmanager und wählen Sie in der Zeile RAID Arrays das gewünschte Laufwerk aus, der Liste aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und klicken Sie auf Öffnen. Versuchen Sie zunächst einen Schnellscan durchzuführen. Wenn die Struktur nicht beschädigt ist, reicht dies aus. Wenn das Programm die Daten als Ergebnis des Schnellscans nicht findet, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Am Ende des Prozesses zeigt das Programm die Ergebnisse auf der rechten Seite des Fensters an. Wie Sie sehen können, hat das Programm das RAID leicht zusammengebaut und zeigt alle Informationen an, die auf den Laufwerken noch vorhanden sind. In diesem Fall müssen Sie nicht den gleichen Controller kaufen, was wiederum keine Garantie für den erfolgreichen Aufbau des RAID-Arrays ohne Informationsverlust darstellt. Wenn Sie nicht genügend SATA-Anschlüsse haben, um alle Laufwerke anzuschließen, gibt es eine Lösung, einen SATA-Port-Expander. Es gibt eine große Anzahl von ihnen und sie sind leicht im Verkauf zu finden. Um alle Laufwerke an den Computer anzuschließen, haben wir den Expander Marvel 91XX für 6 Ports verwendet.
Anfangs erkannte der Computer nur 4 Laufwerke. Um alle mit dem Expander verbundenen Laufwerke anzuzeigen, mussten die entsprechenden Treiber installiert werden. Expander sind auf 2, 4, 6 und 8 Ports verfügbar. Mit dieser Karte können Sie bis zu 8 Laufwerke anschließen. Außerdem können Sie freie Ports auf Ihre Hauptplatine anschließen. Und das Ergebnis sind mehr als 10 Laufwerke. Lassen Sie uns nun die Situation eines Ausfalls des Controllers und eines Festplattenlaufwerks simulieren. Wenn ein Laufwerk dieses RAID-Tipps ausfällt, bleibt es voll funktionsfähig. Aber wenn der Controller von der Zugriff auf Informationen ausfällt, kann es nicht ohne zusätzliche Software auskommen. Lassen Sie uns sehen, wie unser Programm diese Aufgabe bewältigen kann. Schließen Sie die restlichen 5 Laufwerke direkt an die Hauptplatine Ihres Computers an, schalten Sie ihn ein und starten Sie das Programm. Hetman RAID Recovery hat den RAID-Typ automatisch erkannt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und öffnen Sie es. Zuerst wählen wir einen Schnellscan. Das Programm sieht alle Dateien, die auf das Disk Array geschrieben wurden. Um sie wiederherzustellen, müssen Sie nur die erforderliche markieren und auf Wiederherstellen klicken, den Ort angeben, auf dem Sie die Informationen speichern möchten und auf Wiederherstellen klicken. Wenn der Vorhang abgeschlossen ist, befinden sich alle Dateien im angegebenen Ordner. Simulieren wir nun die Ausfallsituation des Controllers und zweier Festplatten. In diesem Fall wird diese Art von RAID völlig funktionsunfähig. Selbst wenn der Controller in Betrieb bleibt, gehen die Informationen verloren. Das Ersetzen der ausgefallenen Laufwerke ändert nichts. 4 Laufwerke sind also direkt an die Hauptplatine Ihres Computers angeschlossen. Wenn Sie nicht genau wissen, welches Laufwerk ausgefallen ist, müssen Sie alle Laufwerke, aus denen Ihr Array bestand, anschließen. Ich bilde nur eine Situation mit 2 Festplattenfehlern nach, also schalte ich sie einfach aus. Starten Sie das Programm und stellen Sie sicher, dass Hetman RAID Recovery den RAID-Typ in diesem Fall automatisch erkennt. Wenn es nicht in dieser Liste enthalten ist, müssen Sie den RAID-Konstruktor verwenden. In unserem Fall wurde es automatisch im RAID-Konstruktor erkannt. Für den manuellen Aufbau benötigen Sie alle bekannten Informationen über Ihr RAID. Vorhin habe ich betont, dass Sie sich beim Erstellen eines RAID alle Parameter merken sollten. Wenn das Programm den Typ des Arrays automatisch erkannt hat, überprüfen Sie im nächsten Fenster, ob es seine Parameter korrekt erkannt hat. Davon hängt die Menge der Informationen ab, die wiederhergestellt werden kann. Wenn einer der Parameter falsch angegeben ist, ändern Sie ihn. Und wenn alles richtig angegeben ist, klicken Sie auf Hinzufügen und scannen Sie das Disk Array. In diesem Fall hat das Programm, wie Sie sehen können, die Daten gefunden. Einige davon sind beschädigt. In diesem Fall können Sie versuchen, eine vollständige Analyse durchzuführen, woraufhin das Programm möglicherweise weitere Informationen findet. Zum Wiederherstellen wählen Sie die Dateien, die Sie zurückgeben möchten, und klicken auf Wiederherstellen. Geben den Ort an, an dem die Daten gespeichert werden sollen, und klicken auf Wiederherstellen. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, werden alle Daten im angegebenen Ordner gespeichert. Infolgedessen konnten wir mit dem ausgefallenen Controller aus dem beschädigten RAID Array eine wichtige Information wiederherstellen. Dies ist ein gutes Ergebnis, denn wenn 2 Laufwerke dieses Typs verloren gehen, wird das RAID völlig funktionsunfähig und alle Daten können verloren gehen. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.